Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich zeige dir heute, wie du mit Marketplace Analytics Produkte findest für dein Amazon FBA Business. Und zwar, wie ihr schon seht, bin ich immer noch in meinem Test-Account eingeloggt. Das läuft 2 Wochen und danach müsst ihr es bezahlen, aber das ist auf jeden Fall das Geld wert, denn dann habt ihr genauere Angaben, genaue Zahlen, mit denen ihr arbeiten könnt. Legen wir schon mal einfach mal los, um es kurz zu erklären. Hier könnt ihr schon mal einen Smart Filter einstellen, dann sucht das Programm, wie es vorher eingestellt wurde von Marketplace Analytics, genauere Kenndaten und dann klickt ihr einfach nur auf Suche oder ihr tippt genau, welchen Kategorie ihr verkaufen wollt und stellt es hier noch ein, Gewicht, Preis etc., den ihr euch vorstellt für das Produkt und dann sucht ihr, um ein Produkt zu finden für euer Amazon FBA Business. Und zwar können wir es einfach mal kurz demonstrieren mit dem Smart Filter. Klicke einfach drauf, dann hat er es ja schon mal hier eingestellt. Dann sage ich, ich will unter Baby verkaufen. Und dann ändern wir einfach mal hier den Bestseller mal auf 200. Und den Preis mache ich immer bei 20 Euro bis 45 oder 50 Euro. Machen wir 45 Euro. Es soll maximum 1 Kilo wiegen und sich minimal 10 Mal am Tag verkaufen, das sind ja die goldenen Regeln. Und ja, dann klicken wir einfach mal auf Suche. Und da ist er auch schon fertig, hat er 32 Produkte gefunden. Und die können wir uns einmal anschauen. Einfach das erste Produkt würde schon mal ausfallen, weil es Elektro ist. Es ist ein Batterie-Babyphone. Hat den Nachteil, könnte kaputt gehen, beziehungsweise die Retourenquote wäre zu hoch, hat eine Batterie und das würde nur Probleme geben, Retourenquote wäre viel zu hoch und dann sind die Bewertungen schlecht, also schon mal wie im letzten Video erwähnt, einfach die Finger von weglassen, von Batterien und Elektrozeugs. An sich das Produkt sieht gut aus, verkauft sich 21 Mal am Tag, unter 1 Kilo, Bewertungen sind schlecht, das könnte man gucken, woran es liegt, vielleicht verbessern, wenn es Verbesserungsansätze oder Möglichkeiten gibt. Und ja, also wie gesagt, das fällt schon mal aus. Gucken wir uns einfach weiter um. Und zwar, hier ist schon mal interessant, ein Kinderwagen, Lammfell, ja, sieht gut aus, der Preis stimmt. Ja, Bewertungen sehen gut aus. Verkauft sich 16 Mal am Tag, könnt ihr schon absehen, Absatz pro Tag, ne. 16 Mal am Tag, 2 FB-Verkäufe, also das sieht schon mal sehr gut aus. Wenn ihr wollt, wenn ihr euch das Produkt über Amazon ansehen wollt, klickt ihr hier auf die ASIN. Was ein ASIN ist, hatte ich im letzten Video erklärt. Dann öffnet sich ein Tab hier, dann könnt ihr bei Amazon genau das Produkt euch anschauen. Und das ist das Produkt. Also wenn ich schon auf der Seite bin, sehe ich schon, okay, das Listing ist nicht optimal. Der hat nur 2 Bilder. Optimal will Amazon 5. Auch das Algorithmus von Amazon bevorzugt 5. Also wenn ihr 5 Bilder hier hättet, besseres Listing, hatte ich dir auf jeden Fall bessere Chancen, den hier vom Thron zu stoßen, sage ich mal. Und ja, könnt ihr euch nochmal hier weiter anschauen. Ist nochmal die Asien. In der Babynische hat der Platz Nummer 373 schon mal nicht schlecht. Da unten sind die Bewertungen. Okay, dann gucken wir uns einfach dann um, sagen wir, okay, interessiert euch für das Produkt. Klickt ihr hier auf einfach auf, schreibt ihr ein Keyword, damit das darunter fällt. Kinderwagen, Lammfell, da ist es schon. Und sage ich mal einfach analysieren. Dann wird das über Marketplace Analytics kurz analysiert. So, jetzt hat er es fertig analysiert. Und hier seht ihr genau, okay, der hat heute 14 Stück verkauft, also genau, passt. Verkaufsrang, wie wir vorhin schon gesehen haben, 373, sieht ordentlich aus, 46 Bewertungen. Und wenn ihr, sage ich mal, die Strategie verwendet, die ich in dem Kurs, den ich bald online stelle, verfolgt, dann könnt ihr den locker vom Thron folgen, denn der hat noch nicht so viele Bewertungen, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr mehr Bewertungen bekommt als er beim Launchen, dann und am Tag, sage ich mal, auch genug an Absätzen habt, dann könnt ihr den locker vom Markt
stoßen. Ich habe das schon jetzt auch schon eingefügt beim in dem Spionfeld, und das wird dann, da sind die Produkte drin, die ich interessant finde, wie ich im letzten Video schon mit der Joggingleine gezeigt hatte, und das dauert ungefähr 2 Tage und dann bekomme ich genauere Verkaufszahlen von vor letzter Woche oder vor 3 Monaten, wie sich das Produkt verkauft hat, dann kann ich genauere Aussagen darüber machen. Also das, so geht man voran, wenn man oder wenn man Produkte sucht, und ja, das ist das normale, das ganz normale Verfahren für alle. Wie gesagt, ihr könnt ja noch andere Kategorien aussuchen und oder einfach Produkte nachsuchen, die Amazon verkauft, und darüber schauen euch oder in beeinflussen lassen oder inspirieren lassen, welche Produkte interessant wären, und darüber einfach dann weiter stöbern und gucken, ja, was interessant sein könnte. Und wie gesagt, die gewissen Parameter bedenken, die ich in den letzten Videos erklärt hatte, die wichtig sind. Und so findet ihr auf jeden Fall euer Produkt. Okay, so, das war's für heute. Und demnächst werde ich nochmal ein Video machen, wie man noch gezielter nach Produkten schauen könnte. Und das nächste, der Kurs zu dem ist auch bald fertig. Da werde ich genau ins Detail gehen. Und ja, das war's für dieses Video und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.